Stufe 3 benötigt. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Dietrich-Stufen aktiviert. Übrigens, ihr braucht jetzt doch nichts mehr in die Comments schreiben, denn ich mache das jetzt so. What? Igitt. Da. Jetzt! Scheiße. Fuck you. So, alle down. Das ist schön. Und diese Zombie-Wellen haben wir wohl immer zu erwarten, wenn wir einen Kanister fertig haben. Epic. Reiniger. Ach so, genau hier. Den. Ach, wir haben noch einen Stufenaufstieg, stimmt. Also im Real Life habe ich ja keine Mädchen, ne? Aber wenn es nicht anders geht, wie hier, dann Pech gehabt. So, aber vorher will ich hier noch, mich hier noch mal ein bisschen näher um. Nee, komm schon. Nice, man kann auch Scheiben einschlagen. Saftpaket. Gut, das Saftpaket, da zeige ich euch mal was gescriptetes. Oh. Also da zeige ich euch jetzt mal was Lustiges, das hatte ich vorhin. Vorhin sag ich. Als ich das Spiel schon mal gespielt hatte. You did it! Unbelievable! Tja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe, wa? So, und zwar, Leute, und zwar. Ihr seid live dabei. Ich packe dieses Saftpaket in das Auto hinein. Ne, ihr seid Zeugen. So, jetzt nehme ich das Auto. Und fahre los. Ja, ja, ich werde das gleich machen mit den Fähigkeitspunkten. Nun nehme ich den Kanister. Und stelle ihn hier hin. Ihr seht, das Saftpaket ist immer noch drin. Ihr merkt wahrscheinlich schon, dass ich auf das Saftpaket hinaus will. So. Wir fahren jetzt mal eben los. Könntest du mal bitte... Dankeschön. Lalala, lalala. Oh Mann. Aber es ist schon ganz cool, dass es hier Autos gibt, dass man die Wege nicht alle laufen muss. Weil das wäre ja auch ein bisschen schlecht gemacht eigentlich, wenn man die Saftpakete den ganzen Weg überschleppen müsste. Und jedes Mal, wenn so ein Zombie angekrochen kommt, ich glaube, ich muss die Sichtweite mal hochstellen. Und jedes Mal, wenn so ein Zombie angekrochen kommt, muss man... das Saftpaket wegschmeißen. So, du darfst doch wieder zugehen. Egal. Ihr seht, das Saftpaket ist immer noch da drinne. Jetzt gehst du hier. Tust du da. Hurry it up. These fuckers are starting to stink. Ich hab... Oh, ich dachte schon. So, jetzt mit Mike. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. Oh, jetzt achtet drauf. Ich meinte, warum legt er den nicht einfach an den Strand?
Jetzt verbrennt er die unten und steht dabei unten am Strand. Ich meine, hallo? Hätte er sie auch einfach da hinlegen können und weggehen können. Das hätte auch nicht weiter gestört oder ins Wasser werfen. So, das Saftpaket ist noch da. Na, ich weiß nicht, ob das vielleicht da bleibt. Na, ich habe schon beinahe gesagt, was ich meine. So. Hier liegt es jetzt, ne? Damit es klar bleibt, ich stelle es hier ins Auto rein. Und jetzt rede ich mit dem Kollegen. I don't know what we would have done without you, mate. You got a moment to talk. Oh. I got the radio going, but I'm not hearing anything. Either this guy is farther away than I thought, or the monsoon's messing with the transmission. This may take a while, but don't worry. I have something for you to do in the meantime. We're running very low on food and water. Think you can find some? Yep. I'm up for it. Okay then. Don't bother with the hotel. With the power out, it's way too dangerous in there. Check the bars by the swimming pools. Bring everything you can find. Anything at all, okay? In the meantime, I'll keep trying to reach this guy. Okay, da können wir ihn schon direkt hinaus. That's all there was? Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Ja, ja, ja. Schaden anrichtender Baseballschläger. Wie er durch die Luft fliegt. Ach so, erstmal hier. Ne? Ihr wisst ja. Ja, genau. Upgraden. Überleben. Chance, erhaltenen Schaden in eine Ausdauerverstärkung umzuwandeln. Okay, das wollen wir nicht machen. Also zumindest will ich das nicht machen. Erhöht die... Was ist das denn? Fähigkeit, die Feinde zu rammen. Erhöht die Chance auf kritische Treffer, wenn die Ausdauer des Feindes untersuchen. Komm, Tackling. Okay. Gut. Dann werden wir das hier nochmal eben austauschen. Oh, der ist aufgewertet, ne? Oh, scheiße. Egal, egal. Wir schmeißen uns noch einen Energy Drink rein. Hörst du mich? Was? It's one last hope. One last place we can look for food. There are two petrol stations in the area, right? One by the lighthouse and one by the tunnel to the city. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. Okay. You might need a car to get it all back. Look for one at the station. Gut. Und jetzt. Stand da, wir sollen zwei Getränkepacks mitbringen. Und nun. Siehe da, wir haben eins mitgenommen. Oh. Ist sogar noch. Da. Okay, das war jetzt Fail. Ich wollte eigentlich jetzt schön hier angeben und sagen, hahaha, Leute, seht her. Das Spiel skriptet weg die Konserve, aber das stimmt gar nicht. Können wir ihm die geben schon? Ich glaube nicht. Did you check both gas stations? Was hast du denn plötzlich für eine Stimme? Nee, habe ich nicht, aber ein Saftpaket hätte ich schon. Gut, dann ist das so geskriptet, dass wir die Saftsachen brauchen. Oh, was geht hier ab? Some fucking vacation, huh? I can help you out, though. You need a weapon, I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Porch 'em. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails, and you can burn up a whole mob of those motherfuckers.
You bring me a couple and I can make you a few cocktails, if you catch my drift. You are. Aye. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. I still don't have everything I need. Okay. Molotow. Wir können mal hier mehr Plätze im Inventar gebrauchen. Ich guck mal ganz kurz, was wir wegschmeißen können. Nagelbrett. Irgendwas. Nagelbrett. Komm. Was soll der Geiz? Komm, Molotow. Come with me. There's a better way to kill those things. Ja, und du hast sie mir bereits verraten. Das Saftpaket. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, was damit anzufangen ist. Ich tue das einfach mal hier in mein Auto. So. Sieht man hier zufälligerweise, wo die abgebrannt wurden? Nee. Von hier aus nicht so. Naja. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt was. Ich wundere mich schon seit Beginn der Aufnahme, was dieses ständige Geräusch manchmal ist. Ihr müsst das auch hören. Das ist so ein Geräusch halt, das aber eigentlich meiner Meinung nach nicht ins Spiel passt oder gehört. Und ich weiß jetzt, das ist mein PC, ich habe das Soundschema umgestellt gehabt. Das ist der PC, der immer diesen Ton macht, wenn eine neue Datei erstellt wird von Fraps. Muss ich bei der nächsten Aufnahmesession ändern. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Zeit gleich vorbei ist. Ich habe mich so gefreut und es macht mir auch schon wieder so einen mega Spaß. Einfach mal abschalten, schön vor dem PC setzen und mal ein bisschen zocken, weil, ob man es glaubt oder nicht, ich bin eigentlich nicht so wirklich der Zocker, beziehungsweise ich zocke relativ selten. Relativ selten. Warum ist jetzt die Scheibe gesplittert, verdammt. Verstehe ich nicht. Oh, was für ein Bug, da klebt Blut vorne dran. Hier, in der Mitte. Da. Warum? Warum soll ich jetzt hierher fahren? So, und mein Timer ist... Aha. Mein Timer ist jetzt abgelaufen. Gut, dann machen wir es einfach nochmal. Thank you. Thanks. That's perfect. You're a lifesaver. So. You find anything? Und wir hören. Keep looking, please. I need food. Und wir haben es gehört, es ist 6 Uhr. Das bedeutet, ich muss gleich los. Und wir fahren aber nochmal eben schnell zur anderen Tankstelle. Und dann unterbreche ich die Aufnahme für heute. Beziehungsweise beende diese Aufnahmesession. Wir haben wieder einige Sachen geschafft, also einige kommt auch schon. Einige Quests. Warte mal, was für eine Schwierigkeit hat die? Schwierig. Okay. Wir fahren jetzt einmal kurz zur Tankstelle, um einen Kontrollpunkt zu erreichen. Und dann. Ja, dann geht's weiter, ne? Hier waren wir ja bereits. Hä? What the?
Das waren die Leute aus der Tankstelle, glaube ich. Zumindest wurde das Ziel ja aktualisiert. Wichser! Warte mal. Ja, ich weiß nicht, ob die zwei Saftpacks hatten. So. Also ich weiß nicht, ob in dieser ersten Tankstelle zwei Saftpacks drinnen lagen. Immer schön die Sätze zu Ende sprechen. What the... Darum kümmern wir uns später. Leute, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Ich stopp an dieser Stelle. Zur Not mache ich dann einfach vom letzten Speicherpunkt weiter und spiele dann so weit. He needs our help. Please, it's my husband. Please. He's all by himself. Ja. Also wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschaußen. Bis dann. Ciao, ciao. Und so weiter. Ja. Tschüss.